Willkommen zurück, meine Freunde und alle anderen da draußen, die dieses Video zufällig geklickt haben. In diesem Video holen wir uns gleich zwei Karten, uralte Karten, nämlich die Nummer 2 und 4. Angefangen mit der 4, denn die 2 liegen so nahe beieinander, dass man die in einen Rutsch gut machen kann. Na, wir gucken hier, wer vielleicht schon die Quest mit den Nachtigallen gemacht hat. Der müsste, wenn er auf die Karte guckt, auf jeden Fall hier etwas wiedererkennen. Nämlich, wir sind hier oben an diesen Ruinen. Wenn ihr von der Ratei seid, einfach hier über die Brücke, an dem Holzfällerlager vorbei und in den Wald rein. Und dann findet ihr das auch. Wird als interessanter Ort gemarkt. Kommt direkt hinter diesem Sühnekreuz. Und hier ist ein Schatz versteckt, den ich ebenfalls im Let's Play schon gelootet habe, aber ich zeige es euch trotzdem. Ihr müsst hier rumlaufen und dann hier auf die Mauer. Und dann könnt ihr hier wieder so runter und dann ist hier diese Truhe. Die ist mit einem Schloss versehen, aber leicht. Sollte kein Problem sein. Wie gesagt, ich habe es gelootet. Es waren auf jeden Fall wieder jede Menge Groschen drin. Der Warhorse Helm und die Warhorse Schuhe und Zubehör. Wenn ich mich nicht täusche, war ebenfalls ein Kriegshammer drin. So, dann geht's weiter zum nächsten Kartenfundschatzding, was auch immer. Bis gleich. So, und da sind wir auch schon am Punkt der Schatzkarte Nummer 2. Wie gesagt, die liegen sehr nah beieinander. Ich zeige euch auch gleich, wieso. Wenn ihr die Karte anguckt. Wir haben hier oben angefangen. Ihr reitet einfach den Weg hier komplett entlang, bis ihr wieder auf ein neues Sühnekreuz stößt. Und dort reitet ihr dann in südöstliche Richtung. Ganz genau in den Wald und haltet nach diesem großen Felsen Ausschau. Habt ihr ihn gefunden? Einfach dran vorbeilaufen. Hier ist noch ein Grab, das könnt ihr ausgraben. Da sind diese Sachen drin, das habe ich gar nicht gelesen beim letzten Mal, warum auch immer. Und hier drin in dem eingefallenen Stollen ist der Schatz versteckt, den ich natürlich auch schon wieder im Let's Play gelootet habe. Zu finden ist da drin, sind wieder sehr viele Groschen, ich weiß nicht mehr wie viel, ein Buch, die Warhorse Panzerhandschuhe und die Steppbeinlinge. Und somit haben wir alle uralten Karten abgegrast. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr freut euch über eure neue Ausrüstung. Wir sehen uns in einem nächsten Video wieder. Bis dann!